Düsseldorf wächst. Auch wenn in den letzten Jahren überall gebaut wurde, wie schon lange nicht mehr, der Wohnraum reicht nicht. Wer schon mal in zentraler Lage eine bezahlbare und familientaugliche Wohnung gesucht hat, der kennt das Problem. Junge Architekten des großen Büros RKW Architektur Plus haben jetzt einen ungewöhnlichen Lösungsvorschlag präsentiert. Warum nicht einfach Bahntrassen überdachen und überbauen? Das sind nämlich die letzten zentral gelegenen Freiflächen. Mal sind es 10, manchmal 20 und mehr Gleise nebeneinander. Wie breite Schneisen zerschneiden Bahntrassen die Stadt. Nicht nur in Düsseldorf. Das muss nicht so sein. So könnte es aussehen, wo heute noch Züge oberirdisch fahren, meint ein Team junger Architekten, das unterstützt von erfahrenen Kollegen über die Zukunft von Düsseldorf nachdenkt. Wir wollen eigentlich einen großen Hieb setzen mit 5000 Wohnungen, weil wir das in Verbindung mit der Bahntrasse bringen konnten. Wir haben einfach gesehen, diese Bahntrasse, das ist wirklich ein riesiges Areal, was nutzbar wäre für die Nachverdichtung der Stadt. Ortsbesichtigung im Herzen von Düsseldorf, ausgerechnet da, wo es von der City zu den beliebten Wohnquartieren geht, blicken die Architekten in die Schmuddelecken der Stadt. Als die Bahn gebaut wurde, brauchte man hier Platz für Dampfloks, Kohlebunker, Lagerschuppen. Aber heute? Wir haben eigentlich hier ganz pragmatisch nachgedacht, dass man an dieser Stelle, wo sowieso die Brücken in Hochlage sind, auch die Bahngleise überbauen könnte, dass man also von der städtischen Ebene dann in einer anderen Form auf eine Platte geht, die begrünt ist, wo dann also verschiedenste Dinge stattfinden können, die spannender sind, als jetzt hier auf diese offenen Gleise zu gucken. Dass man auch unterschiedliche kulturelle Sachen anbieten kann, dass es nicht nur Überbauung ist, sondern dass es auch unter der Überbauung, über dem Überbauung eine Durchmischung stattfindet, dass eine belebte Ortschaft wieder entsteht. Diese Platte, die dann auf diesem Niveau ist, die verbindet die Stadtteile wieder. Und man kann nicht nur über die Brücken durchqueren, sondern man hat überall Anschnittspunkte, wo man durch die Stadtteile wieder wandern kann. Platz für Menschen schaffen, für Fußgänger und Radfahrer, für Wohnen, Freizeit, Kultur und Bildung. Der Platz dafür wäre da, mitten in der Stadt. Man braucht nur etwas Fantasie. Und die soll in diesem Design-Lab von RKW ungezügelt sprudeln. Die jungen Architekten bei RKW genießen diese Freiheit. Das erlaubt auch einfach mal, über den Tellerrand hinauszublicken. Und man sieht es ja an den Reaktionen. Es gab eine Menge Feedback und das hat was ausgelöst. Und es scheint ja, dass wir da einen Nerv getroffen haben. Wer Düsseldorfs Probleme lösen wolle, müsse die ganze Stadt neu denken, sagen die Architekten. Und vielleicht mal neue Wege gehen. Und darüber spreche ich jetzt mit Jabra Soliman. Willkommen, Sie sind Partner bei RKW Architektur Plus und leiten auch dieses Design Lab, diese Ideenschmiede. Mhm. 5000 Wohnungen auf einen Schlag zu schaffen, das hört sich natürlich wahnsinnig attraktiv an für eine Stadt wie Düsseldorf. Ist es denn überhaupt so einfach umsetzbar, eine Bahntrasse zu überdachen und dann zu bebauen? Es gibt immer Lösungen. Dafür sind ja Architekten da und dafür sind Visionen auch in der ersten Linie da, einfach mal was ins Spiel zu bringen. Was draus wird, dafür haben wir Zeit. Wir brauchen die Politik, wir brauchen die Wirtschaft, wir brauchen auch die Düsseldorfer Bürger, mit denen wir zusammen im Dialog Wege finden müssen, das zu realisieren. Ja. Aber ich stelle mir das schon kompliziert vor, wenn da Züge durchfahren, es gibt Erschütterungen, die sind laut, also man muss ja auch an die Statik der Gebäude denken. Da ist doch schon einiges zu beachten, oder? Da ist viel zu tun, wir packen es gerne an. Okay, es ist ja jetzt bisher noch eine Vision, aber Sie sind schon in allen Bereichen dabei, Dinge zu prüfen und zu überlegen, ob das umsetzbar ist? Ja, im Moment wird schon die technische Machbarkeit geprüft. Wir sind im Dialog mit Ingenieurbüros, die mit unserem Büro ganz gut befreundet sind. Und wir packen es an. Wir sind gerne bereit, auch weiter darüber immer wieder Nachrichten zu bringen. Wenn Sie möchten, komme ich gerne wieder vorbei und erzähle Ihnen dann den nächsten Stand. Den neuesten Stand, ja. Mache ich gern. In anderen großen Städten, New York zum Beispiel oder in Paris, da ist es auch ganz normal, dass solche Bahntrassen überbaut werden. Warum ist man da in Deutschland offensichtlich bisher so ein bisschen zurückhaltend gewesen? Ja, den Step zu gehen, solche Wege zu suchen, da fängt Deutschland gerade erst mit an. Und wir sind ganz froh und
haben uns sehr gefreut, da unseren Beitrag leisten zu können. Mhm. Kommen wir nochmal auf dieses Design Lab zu sprechen. Da sind junge Architekten bei, die erstmal so in alle Richtungen denken können. Warum leistet sich so ein großes Architekturbüro, wie Sie es haben, also beziehungsweise bei dem Sie arbeiten, eine solche Ideenschmiede? Ja, wir wollen Visionen. Wir wollen den Mut zum Spinnen fördern. Und dafür braucht man Austausch, man muss sich reiben können, man muss miteinander sprechen. Und die Plattform dafür ist bei uns Architekten RKW das Design Lab. Wir haben da die Möglichkeit, parallel zum normalen Alltag im Büro einfach mal weiterzudenken, unkonventionell zu werden, ohne immer aufs Geld achten zu müssen. Also es muss nicht in erster Linie profitabel sein. Es muss halt vielleicht gesellschaftspolitische Themen ansprechen. Es muss Flächenrecycling, wie in dem Fall. Sie haben das Projekt ja auch schon vorgestellt. Oberbürgermeister Thomas Geisel hat es schon gesehen. Wie waren so die ersten Reaktionen? Die ersten Reaktionen waren wirklich positiv. Und wir haben uns sehr gefreut über das Interesse. Auch, dass ich heute hier sein darf und davon erzählen darf, ist einfach toll. Anfangs hatten wir ein bisschen Angst, ne? Wie werden die Reaktionen sein, und haben auch lange mit unseren Gesellschaftern gesprochen. Sollen wir es machen oder nicht? Aber Düsseldorf ist ja die Stadt der Partizipation und wir sind dankbar, dass ja auch gefördert wird, offen zu diskutieren. Unser Beitrag ist Teil dieser Debatte. Ja. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Dankeschön, Herr Solimann, dass Sie da waren.